Okay, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Also wir können das sogar schaffen. Wir müssen nur ganz schnell durch diese Tür gehen, dass wir dann... Entschuldigt. weiterkommen. Ich weiß nicht, wie weit wir aufmachen müssen, dass wir durchkommen. So. Also wir sind schon mal durch. Das hat schon mal geklappt. Wow, da bin ich gerade hängen geblieben. Das war schlecht. Nein, ich bin abgerutscht! Okay. Machen wir es jetzt aber. Also wir müssen da durchgehen, müssen gucken, wie weit wir da durchkommen, ob wir überhaupt relativ knapp durchkommen. Und dann müssen wir ganz schnell hinten durch, Tür zu machen, und dann müssen wir weitersehen, wie es überhaupt weitergeht. Das war schlecht. Da bin ich hängen geblieben. Mist. Okay, hoch hier. Ja, Wasserturm. Okay, wir klettern auf den Wasserturm. Batteries. Die brauche ich auch. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, aber wieder so eine Figur. Okay, wir müssen zur Mine, ne? The road to the mine is somewhere around here. Okay. Wo geht's hier weiter? Okay, hat er erledigt. Verbinden. Ich meine, wir haben auch ein bisschen viel Leben verloren. Gott sagen, besser einfach von dieser Frau weggehen. Oh, Kapitel 2. Das ist aber wohl etwas zurück. Kapitel 2. Also gürtet eure Lenden. Jene, die mich hören, wollen bereits euren Verstand. Seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern. Wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinen Engeln. Denn wir wissen, ihr seid nicht unverderblich, durch unverderbliches Gold nach, noch sind es die Lügen der Überlieferungen eurer Väter. Gezeugt nicht von unbeflecktem Blut, die Linie Adams war bei Kai nicht mehr zu erretten. Der Beschnittenen war doch starrhälsig, unbeschnitten im Herzen eurer Vater Lust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweihte in Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und des Abu Allah Qasim Muhammad Ibn Abad Allah Ibn Adul, aber wie ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Moslems, ihr, die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet, aber hört nicht das eitle Gerede über Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust.
Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnenäugigen Lammes, des Feindes des ungeborenen Prinzes der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart, sein Heilig, da bin ich es bin. Naja, und wieder Bottori. Wow, ich bin leid, dass ich ein bisschen leise bin. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich hier so lang krieche. Ich weiß nicht, ob das gerade was bringt. Okay, auf jeden Fall richtig. Wir haben hier irgendwas gefunden. Das ist jetzt einmal aus Prinzip. Aber ich glaube, da kommt nichts. Geh mal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig gehe gerade. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das überhaupt ist. Okay, jetzt bin ich runtergesprungen, natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Schließen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Weiß nicht mal, wo ich hin muss. Nein, ich bin falsch. Oh Gott. Okay, das war nicht so ganz das Wahre. Ich hatte nicht ganz so einen Draht, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Ich muss mich mal ganz kurz überblicken. I can pass through if I stop the watermill. Ja, du musst das Wasser stoppen, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe noch keinen Draht dazu, für was es wichtig ist. Ganz schnell hochgehen. Und ganz schön zu machen. Okay. That should do the trick. Eigentlich gleich da lang kommen. Ich habe nach wie vor keinen Schimmer. Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich muss gerade erstmal gucken hier. Ob hier irgendwo etwas ist, was ich anfangen kann. Nachladen. Wie viel habe ich noch? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt noch. Eine haben wir noch. Sonst muss ich mich halt wieder töten lassen zur Sicherheit, weil wegen. Was steht denn da? Finde den Weg zu der Mine. Jetzt komm, ich werde gleich wieder laufen. Naja.
Lord. Du musst auch genau hinter mir stehen, ne? Ich hoffe, er hat mich gefunden, nicht gesehen. Ich hoffe, das Beste jetzt. Das ist echt schwierig gerade. Ich weiß, ich kann nicht, wo ich hin muss. Ich hab echt keine Ahnung, Leute. Ich weiß echt gar nicht, was machen soll. Ich bin gerade richtig aufgeschmissen. Ja, da ist der. Ich hab echt keine Ahnung. Ja, da sind wir wieder. Entschuldigt für diesen kleinen Schnitt. Den konnte ich leider nicht vermeiden. Oh, sind wir da. Weiß echt nicht, wo ich weitermachen soll. Ach, wahrscheinlich haben wir da lang laufen. Ja, das hätte ich mir wahrscheinlich vorher sehen sollen. Okay, die Tür ist aufgesprengt worden. Das heißt, wir müssen ganz schnell öffnen hier. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen knapp jetzt. Versuchen Sie es einfach mal. Ich versuche es einfach mal. That should do the trick. The newest of the fury of the Lord comes upon me. Und zumachen. Ja. Darauf hätte ich erstmal kommen müssen. Muss mal ganz ehrlich. Gott, der folgt mir auch noch. Der folgt mir auch noch. Jetzt lauf doch verdammt nochmal. Okay. Das ist blöd, ey. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Schauen wir uns hier erstmal um. Wieder so eine hingerichtete Kuh. Habe ich das Gefühl, die kommen mir gleich hinterher, oder? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es auch solche kleinen Arten Rätseln gibt. Also jetzt das mit dem von ihm. Schau mich hier so ein bisschen um. Ich könnte durch das, wenn ich die Tür öffnen könnte. Die Tür. Die Chain ist gebrochen. Vielleicht gibt es etwas, was ich benutzen könnte. Ich muss einen Haken finden. Finde einen Haken. The road to the mine is somewhere around here. Okay.
Nachladen. Suchen wir mal nach einer Haken. Ich muss hier wieder raus. Oh, Batterien, ey. Herrlich, sowas. Herrlich. Verband habe ich genug. Oh, Kapitel 1. Den haben wir ja auch nicht. Kapitel 1. Die Worte fallen. Der, der neue Exekiel sein werde. Der, der Prophet sein werde. Der führen werde. Der zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Zion des Pueblos. Der Shikarila, der Mescarilla und der Nevajo. Der auserwählt gemäß des Blutes gemeint. Bei der Offenbarung des frommen Wissens des Feindes selbst am Tor und des bröckelnden Mauern auf Gehorsamkeit des Blutes des Herrn und Jesu Christus. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Mit ihm, der blind ist, gegenüber dem faulen Erbe entweihten Glaubens den Lügnern von Babylon, die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Zion, Zion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt, und dass du vergießt das Blut deiner Bastard und damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Denn alles Fleisch ist Gras für den Mast der Opferochsen oder der frevlerischen Kälber. O Bahal, O El, O Gulana, O Moloch. Doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird, vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann. Denn Bastard der Lügen, gezeugt in seine eigene Sünde, gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch.